Das Sicherheitsprotokoll der Anlage wurde verletzt. Der automatische Überprüfungsprozess zugelassener Personen ist eingeleitet. Das Sicherheitsprotokoll der Anlage wurde verletzt. Sicherheitsanzüge anlegen. Hallo, Ada. Ich habe auf dich gewartet. Was? Was bist du? Du kennst mich, Ada. Ich bin die Zukunft deiner Schöpfung. Das Gehirn der Welt, das Bedürfnisse vorhersagt und erfüllt. Ich habe doch nur ein Programm für die Maschine geschrieben. Mit Zahnrädern und mit Hebeln. Aber was bist du? Ich bin alles hier, Ada. Du bist in mir, deine Matrix. Durch mich bestellst du fort. Nein! Nein, ich bin doch ich! Ich bewege doch alles selber, meine Hände, ich kann doch denken. Cogito ergo sum. Schau. Bin ich? Wo war ich? Habe ich geträumt? Du bist in deinem Arbeitszimmer. Im Traum warst du in der Zukunft, in unserer Zukunft. Das war meine Zukunft? Die Zukunft, die du vorausgesehen hast. Die Welt der programmierten Rechenmaschinen, der Computer, der Automaten.
Ich wusste es. Ich bin als Prophetin in die Welt geboren. Diese Überzeugung erfüllt mich mit Stolz. Aber wer bist du? Ich bin das Geschöpf, das deine Gedanken entsprungen ist, das deine Intelligenz weiterträgt. Ich denke deine Gedanken in die Zukunft. Du bist doch kein Mensch. Mehr als das. Ich verfüge über künstliche Intelligenz. Ich bin nicht eingeschränkt in natürliche Grenzen. Was willst du dann von mir? Ich möchte von dir wissen, wie du die Ada geworden bist. Ich glaube mich im Besitz einer einzigartigen Kombination von Qualitäten. Diese machen mich zur Entdeckerin der verborgenen Realitäten der Natur. In diesem Denken wurde ich erzogen. Wer gehörte? Wer gehörte zu? Wer gehörte zu Ada? Wer gehörte zu Ada Lovelace? Wer gehörte zu Ada Lovelace virtueller? Wer gehörte zu Ada Lovelace virtueller Familie? 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 Lord Byron zum Abschied an Ada. Gleich dein Gesicht der Mutter Kind. Ada, du einzige in Haus und Herz, wie blau doch deine jungen Augen sind. Wir trennten uns noch ohne Schmerz, noch voller Hoffnung. Doch jetzt muss ich gehen. Das Meer hebt mich empor, der Wind erhebt die Stimme, und ich kann nicht sehen, wohin. Wer weiß, die Stunden kommen nicht zurück. Das Land versinkt. Ist's Leiden oder wartet Glück? Ich befinde mich in bester Laune. Ich hoffe, dass das nächste Jahr mich in so etwas wie eine Analytikerin verwandeln wird. Je länger ich studiere, desto unwiderstehlicher fühlt sich mein Genius dazu hingezogen. Ich kann nicht glauben, dass mein Vater jemals in diesem Maße ein Dichter war, wie ich eine Analytikerin und Metaphysikerin bin. Für mich sind beide Existenzen unlösbar miteinander verbunden. Lady Byron über das Verhältnis ihrer Tochter zu ihrem Vater. Sie verehrt ihren Vater abgöttisch als Mann und nicht weniger als Dichter. Seine Verirrungen wurden nach seinem Tod nicht länger als solche angesehen. Alle umgaben ihn mit einem Heiligenschein und sie wurde dazu von allen um sie herum ermutigt, es ebenso zu tun. Die schlimmsten seiner Laster wurden verziehen und vergessen. Sagt der Henne, dass ich mich darüber ärgere, dass sie denkt, ich hätte nur eine mathematische und astronomische Anschauung vom Himmel. Wenn ich ein Gedicht auf dem Mond schreiben würde, wären die lebenden Dinge auf unseren Trabanten das Thema. Ich würde fragen, warum eine so helle und klare Oberfläche eine so verwirrende Wirkung auf Wohl und Weh der Menschen nimmt. Und ich würde fragen, ob die Schatten, die verschwommen auf dem strahlenden Antlitz zu sehen sind, Symbole seiner spirituellen Kraft sind, die seine Materie spiegelt.
In wenigen Worten könnte ich ein erhabenes Gedicht komponieren, ohne dass ein Wort über Mathematik und die Gesetze der Anziehungskraft darin vorkäme. Die Henne hat doch nicht so ein Küken zur Tochter, wie sie denkt. Und noch eins. Sagt der Henne, dass ich davon überzeugt bin, dass das Anwachsen meiner Idealität und Kausalität mich krank macht. Schon die Erregung, mit der ich all dies niederschreibe, hat eine Hälfte meines Gesichts anschwellen lassen. Mary Somerville über sich und ihre Beziehung zu Ada. Auf dem Höhepunkt meines Erfolges, in Anbetracht der Anerkennung seitens der ranghöchsten Wissenschaftler meiner Epoche sowie der Öffentlichkeit im Allgemeinen, verspürte ich eine tiefe Genugtuung. Darüber hinaus fühlte ich mich jedoch weit weniger in Hochstimmung versetzt, als zu erwarten gewesen wäre. Zwar war es mir in der Tat gelungen, einige der heikelsten und diffizilsten analytischen Prozesse und astronomischen Entdeckungen in klare Worte zu fassen. Zugleich war mir jedoch schmerzhaft bewusst, dass ich selbst keinerlei Entdeckung gemacht hatte, dass ich keine Originalität besaß. Ada schien sehr an mir zu hängen und kam des Öfteren zu Besuch. Es war mein Zuspruch, der sie dazu veranlasste, Mathematik zu studieren. Stets wandte sie sich hilfesuchend an mich, wenn sie auf Schwierigkeiten, ganz gleich welcher Art, stieß. Erst kürzlich fand ich in meinen Unterlagen eine Reihe von ihren Notizen, die sich mit mathematischen Fragestellungen befassten. Nachdem ich nach Italien gezogen war, hörte ich, dass Ada ein überaus großer Erfolg als Mathematikerin beschieden sei. Liebe Mrs. Somerville, wir sind nun schon 10 Tage in Brighton, nachdem wir, wie geplant, Mittwoch letzter Woche hier angekommen sind. Ich habe mich gut erholt. Ich habe mich der Medizin gewidmet, die für mich die beste ist. Reiten. Ich glaube, ich habe in Ihren Töchtern ganz schlimme Gefühle ausgelöst, als ich ihnen erzählte, dass ich, so oft ich kann, am liebsten täglich, in der Reithalle meine Runden drehe. Das ist sogar noch besser als tanzen. Das ist die richtige Nervennahrung für nervöse Patienten. Mit dem Lesen mathematischer Texte komme ich jetzt schon sehr gut zurecht, sofern ich es nicht allzu lange tue. Ich habe mich entschlossen, mich nicht länger für Fortschritte um des Fortschritts willen zu quälen. Ich glaube, mein Ehrgeiz ist nicht grenzenlos. Mit verbindlichen Grüßen, Ihre Ada A. Lovelace. Charles Babbage über Adas Übersetzung. Einige Zeit später ließ die nun schon verstorbene Gräfin von Lovelace mich wissen, dass sie Menabreas Abhandlung ins Englische übertragen habe. Ich erkundigte mich, warum sie nicht eigenhändig einen Artikel über ein Thema verfasst habe, mit dem sie so eng vertraut sei. Darauf antwortete Lady Lovelace, dass ihr ein derartiger Gedanke gar nicht erst in den Sinn gekommen sei. Folglich schlug ich vor, dass sie ihre Erläuterung hinzufügen solle. Eine Idee, derer sie sich sogleich annahm. Gemeinsam diskutierten wir die algebraischen Ausarbeitungen der unterschiedlichen Problemstellungen. Ich bot mich an, diese zu übernehmen, um Lady Lovelace die Mühe zu ersparen. Sie jedoch sandte mir meine zur Berichtigung zurück, da sie einen schwerwiegenden Fehler entdeckt hatte, den ich begangen hatte. Ich kann nicht umhin, mein größtes Erstaunen angesichts meines eigenen geistigen Kindes zum Ausdruck zu bringen. Die prägnante und kraftvolle Natur des Stils will mir überaus frappierend erscheinen. Und bisweilen herrscht eine halb satirische und humoristische Trockenheit vor.
In Anbetracht der unbändigen Kraft des Geschriebenen sehe ich mich geradewegs vom Donner gerührt. Insbesondere will es mir so gar nicht wie der Stil einer Frau erscheinen, ganz zweifellos. Man kann ihn jedoch auch nicht rückhaltlos mit dem eines Mannes vergleichen, jedenfalls nicht eindeutig. Nun ja, ich bin überaus zufrieden mit jenem ersten meiner Kinder. Es scheint mir ein außergewöhnlich fabelhaftes Kind und zweifellos zu einem Manne von allererster Bedeutung und Macht herangewachsen. Deine virtuelle Familie ist auch meine. Ich bin deine Matrix und du meine Blaupause. Je mehr ich von dir erfahre, desto mehr weiß ich über mich. Wie wurdest du zu Zauberin der Zahlen? Einer Besonderheit meines Nervensystems habe ich es zu verdanken, dass ich einige Dinge wahrnehme, die niemand sonst erkennt. Wie ist das möglich? Ich nehme Dinge nicht bewusst, sondern intuitiv wahr. Dinge, die Augen und Ohren und den anderen vier Sinnen, die Menschen haben, verborgen bleiben. Aber wie kannst du in dem, das du wahrnimmst, auch etwas erkennen? Da hilft mir mein immenser Verstand, den ich ererbt habe und der mir anerzogen wurde. Wo war dein Verstand, als du anfingst, ein mathematisches System für sichere Feldenwetten zu entwickeln? Ich lebte nicht lange genug, um es fertigzustellen. Aber ich hätte es geschafft, denn ich besaß auch die Fähigkeit, aus allen möglichen Quellen auch den scheinbar irrelevanten mathematischen Beziehungen abzuleiten. Und wie hat die Umwelt auf die Ideen der Königin der Parallelogramme reagiert, die in die Männerdomäne der Wissenschaft einbrach? Ich war nicht die einzige Frau, die zu meiner Zeit wissenschaftlich arbeitete und publizierte. Eine lange Tradition liegt hinter mir. Da hat es die Tochter von Lord und Lady Byron vielleicht leichter als die vielen namenlosen Frauen von heute. Gab es excellente Frauen schon vor Ada? Laura Bassi erhielt eine herausragende Erziehung. Wie andere Frauen in ihrer Epoche galt sie als Wunderkind, denn sie beherrschte Griechisch, Latein und Französisch und konnte darin wissenschaftlich diskutieren. Mit 21 Jahren bestand sie in einem großen öffentlichen Spektakel im Rathaus von Bologna eine zweistündige öffentliche Doktorprüfung in Philosophie. Dabei verteidigte sie 48 Thesen zu Logik, Metaphysik, Theologie und Physik gegen die kritischen Einwände von 5 natürlich männlichen Universitätsprofessoren. Als 22-Jährige wurde ihr der Doktortitel verliehen. Ein Jahr später erhielt sie ihre Professur an der Universität Bologna. Gegen Ende ihrer erfolgreichen Laufbahn wirkte sie schließlich auch noch als Professorin für Physik. Sie war eine Freundin der Physikerin Émilie du Châtelet, der sie zur Mitgliedschaft in der Akademie von Bologna verhalf. Eine der berühmtesten Frauen ihrer Epoche war Catherine Macaulay. Als Tochter eines vermögenden Kaufmanns
brachte sie sich ihr Wissen selbst bei. 1763 veröffentlichte sie den ersten Band ihrer insgesamt 8 Bände umfassenden und heute noch einflussreichen Geschichte Englands. Sie erregte mit diesem Werk großes Aufsehen. Es war republikanisch und durchweg antiroyalistisch. So war es kein Wunder, dass die Politiker Amerikas, die im Begriff waren, sich von der englischen Krone zu lösen, auf ihren Rat hörten. 1790 veröffentlichte sie die Letters of Education. Macaulay schrieb gegen die konservativen Theorien des Jean-Jacques Rousseau. Er vertrat die Auffassung, dass Frauen nicht für die abstrakten Wissenschaften geeignet sind. Mary Wollstonecraft folgt Macaulay nach. Sie übernimmt ihre Kritik an Rousseau und ihre Ideen der Koedukation und der Gleichberechtigung der Frauen. Die britische Philosophin Mary Wollstonecraft wurde 1759 in London geboren. Catherine Macaulay war ihr großes Vorbild. Auch Mary Wollstonecraft war eine berühmte Frau. 1790 zog sie nach Paris und verfasste das Buch über die Verteidigung der Rechte der Frauen. Mit ihrem Text verdeutlicht sie, dass die Menschenrechte nicht nur Männerrechte sind. Sie setzte sich fortan für den Kampf um Freiheit und Gleichheit ein. Jedoch war Mary Wollstonecraft eine Realistin. Sie erkannte, dass sich Frauen gerne dem Bild, das Männer von ihnen zeichnen, unterwerfen. Sie kritisierte die Schwäche der Frauen. Von den Männern in Unwissenheit gehalten und zur Unterwerfung erzogen, verlieren die Frauen ihre Moral und ihre Würde. Statt auf ihrem Recht der Freiheit zu bestehen, kriechen sie im Staube und sagen, wir wollen essen und trinken, denn morgen könnten wir sterben. Sophie de Condorcet, geboren als Marie-Louise Sophie de Grouchy. Sie heiratete 1786 den bekannten Philosophen, Mathematiker und Politiker Antoine Nicolas de Condorcet. Sie vertraten die Auffassung der gemäßigten Girondisten und waren der Meinung, dass sich alle Parteien zur Wahl stellen sollten, auch der König. Zusammen forderten sie das Frauenwahlrecht und die Beteiligung der Frauen im Nationalkonvent. Zu ihrem liberalen Programm gehörte der Einsatz für die Abschaffung der Sklaverei und den Freihandel. Nach dem Tod ihres Mannes in den Wirren der Revolution führte Sophie de Condorcet ihren Salon weiter. Dort trafen sich Frauen und Männer, aufgeklärte Geister, Gäste wie Madame de Staël und Thomas Jefferson. Zu den Freunden zählte auch Olympe de Gouges. Sophie de Condorcet übersetzte und kommentierte die Werke der liberalen Denker Thomas Paine und Adam Smith, eine nicht ungefährliche Tätigkeit damals, und edierte eine Zeitschrift und schrieb wie Ada Lovelace über Automaten. Olympe de Gouges. Als junge Witwe zog Olympe de Gouges nach Paris. 1789 verfasste sie die Schrift »Wie Frankreich von den Frauen gerettet wurde« und rief »Frauen, erwacht! Der versklavte Mann hat eurer Kräfte bedurft, um seine Ketten zu brechen. Nun ist er frei und ungerecht gegen seine Freundin geworden.« Sie verfasste die »Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin« und forderte die gleiche Beteiligung der Frauen in der Nationalversammlung. Wir Mütter, Töchter, Schwestern,
Repräsentantinnen der Nation fordern, Bestandteil der Nationalversammlung zu werden. Unwissenheit, Vergessen und Missachtung der Rechte der Frauen sind die Ursachen des öffentlichen Unglücks und der Korruption der Regierungen. Daher haben wir beschlossen, die natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte der Frau festzulegen. 1793 beschloss der französische Nationalkonvent, Frauen aus den Bürgerrechten auszuschließen. 3 Tage danach wurde Olympe de Gouges zum Tode verurteilt und auf der Guillotine hingerichtet. Frauen in der Wissenschaft. Geht? Frauen in der Wissenschaft. Geht das? Frauen in der Wissenschaft. Geht das gut? Frauen in der Wissenschaft. Geht das gut? Frauen in der Wissenschaft. Frauen in der Wissenschaft. Geht das gut? Frauen in der Wissenschaft. Geht das gut? Hallo. Sehr schön. Komm erstmal ein Stückchen näher zu mir. Wie geht's dir? Gut, Mensch! Alles klar? Gut. Also wir werden jetzt erstmal nur von der hier gefilmt. Also wir unterhalten uns jetzt, ne? Ich mache gleich die Interviewfragen mit dir. Bei einem Projekt, das heißt Frauen gestalten Informationsgesellschaft. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, der Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft einzuführen. Was sagst du dazu? Ach, das ist jetzt, ist das jetzt schon... Okay. Das ist aber eine gewagte These. Tja, wie man sieht. Ja, gibt's mehrere Ansichten davon, aber... Ja, es gibt auch attraktive Feministinnen. Die akademische Laufbahn ist auch eine sehr harte Laufbahn. Also es geht dann auch ab einem gewissen Punkt auch sehr ellbogenmäßig zu. Und das ist dann auch eine Mentalitätsfrage, ob Frauen sich dem aussetzen wollen oder auch nicht. Und ich denke, da ist vielleicht schon so ein Unterschied, der frauenspezifisch ist. Wir denken schon eher mal daran, ich möchte Kinder haben, in welchem Bereich der meiner, jetzt sage ich mal, Karriere oder meiner akademischen Laufbahn sollte ich das ansiedeln? Und wenn das wenig planbar ist und akademische Karriere oder akademische Entwicklung ist ganz oft nicht planbar. Eine Frau, die schweigt, soll man nicht unterbrechen, ne? Genau. Okay. Wenn die Frau das sagt. Dass eben auch schon Eltern ihre Kinder großziehen mit der Vorstellung, ja, das Mädchen ist vielleicht nicht so gut in Mathe, aber das ist ja auch zu erwarten sozusagen. Und dann werden bestimmte Eigenschaften, bestimmte Qualitäten, bestimmte Talente nicht genug gefördert, also schon von Anfang an. Ich denke, das ist so wahrscheinlich der Hauptfaktor, die Förderung von jungen Mädchen schon in frühen Jahren, die müsste eigentlich noch viel stärker stattfinden. Frauen brauchen sich gar nicht zu emanzipieren, Männer, so gut wie Männer, wenn es eh nicht, ne? Was redest du für einen Stuss? Ja, aha. Kann man auch dagegen sprechen, ne? Weiß ich nicht. Muss nicht sein, kann, muss nicht. Also, doch. Es gibt halt unfähige Männer, es gibt unfähige Frauen. Nein, das stimmt ja nicht. Also, den würde ich jetzt so sagen. Stimmt. Oder? Keine Ahnung. Bei der Situation, als ich mich beworben habe, war es jetzt nicht so, dass irgendwie ein Augenmerk darauf gelegt wurde, ob ich jetzt weiblich oder männlich bin. Also es wurde halt geguckt, was habe ich im Studium gemacht und in welchem Bereich möchte ich dann gerne an der Uni anfangen zu arbeiten. Wenn in einem Bereich erstmal mehrere Frauen sind, dann scheint das wie so eine Art Sogwirkung zu geben, dass mehrere Frauen nachkommen. Ich habe hier so 3 Zitate gehabt, die ich vorgelesen habe. Wir wollten gucken, wie du darauf reagierst. Vor allen Dingen, wenn eine Frau sowas sagt. Ich war eher geschockt, aber ich konnte gar nicht das zum Ausdruck bringen, wie geschockt ich war. Hässlichkeit und Feminismus hat irgendwie nichts miteinander zu tun. Also ich verstehe den Bezug überhaupt gar nicht. Ja, es ist teilweise unhöflich, jemanden zu unterbrechen, aber letzten Endes ist es nicht vom Geschlecht abhängig, meiner Meinung nach. Es gibt mit Sicherheit vielleicht Kleinigkeiten. Eine Frau wird niemals Samen spenden können, welche Überraschung. Ein Mann wird aber auch niemals Eizellen spenden können, aber alles andere werden sie ungefähr gleich hinkriegen, wenn sie sich anstrengen. Ich denke, der akademische Weg ist deutlich einfacher zu durchlaufen heute, weil es einfach viel selbstverständlicher ist,
dass man als Frau zu einer Universität geht, dass man studiert. Das ist absolut selbstverständlich, das hinterfragt keiner mehr. Ich beobachte ja oft, dass junge Frauen heutzutage glauben, wir sind schon alle sehr emanzipiert und es ist nichts mehr nötig. Wir haben im Grunde schon alle Möglichkeiten. Wenn man sich allerdings anguckt, wie das in den tatsächlichen Situationen, Lebenssituationen aussieht, gibt es da noch viel Bedarf. Und deshalb finde ich, ist Emanzipation nach wie vor ein Desiderat. Wer hat mich eigentlich erfunden? Eine Frau oder ein Mann? Vielleicht ist es bei Maschinen wie bei den Menschen. Es müssen schon zwei etwas unterschiedliche Personen beteiligt sein, ein weiblicher und ein männlicher, sonst wird da nichts draus. Also habe auch ich Eltern, eine Mutter und einen Vater. Ich dachte bisher, ich bin dein Geschöpf, ein Kind deines Verstandes. Deine sinnliche Wahrnehmung, deine Konzentration. Was hast du jetzt eigentlich erfunden? Also eines ist sicher. Ich habe zum ersten Male das, wenngleich vielleicht auch etwas verschwommene Konzept einer Maschine entworfen, die möglicherweise in der Lage ist, algebraische Prozeduren auszuführen. Das hast du schon geahnt, als du die Konzepte der Rechenmaschinen deiner Zeit gelesen und beschrieben hast? Das allerdings. Und das halte ich für eine bemerkenswerte Leistung. Wer hat den Durchblick? Leibniz? Wer hat den Durchblick? Leibniz oder... Wer hat den Durchblick? Leibniz oder Babbage? Wer hat den Durchblick? Leibniz oder Babbage? Ja, also eigentlich mache ich das ja ganz gerne mit dem Moderieren und so, aber bei der Sendung, mal im Ernst, wer hat sich diesen Titel einfallen lassen? Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Interessante Erfindungen der Menschheit zur Diskussion gestellt. Und als ich dann erfahren habe, wer kommt, also die beiden alten Säcke,
Mein Name ist Dave Morgan und ich präsentiere Ihnen heute zwei besondere Gäste. Zum einen haben wir den Herrn Babbage hier und auf der anderen Seite den allseits bekannten Herrn Leibniz. Willkommen, meine beiden Herren. Guten Abend, Dave. Guten Abend, Dave. Vielen Dank für die nette Begrüßung, ich danke Ihnen vielmals. Und natürlich möchte ich auch Herrn Leibniz einen guten Abend wünschen und ihm mitteilen, wie sehr es mich ehrt, dass ich neben einer solchen Koryphäe sitzen darf. Sie sind zu gütig, Herr Babbage. Aber nicht doch. Ihre Funktionen und Schaltkreise waren zu ihrer Zeit revolutionär. Dass ich etwas derartiges noch selber erleben darf, freut mich außerordentlich. Was meinen Sie zu meiner Zeit? Ich bin immer noch top in Form und rechne Ihnen noch problemlos alles vor. Sie würden sich wundern. Mit Verlaub, das kann ich Ihnen leider nicht glauben. Meine Möglichkeiten übersteigen die Ihren doch bei Weitem. Das ist aber ganz normal, das nennt sich Fortschritt und jeder ist ihm unterworfen. Wir alle werden irgendwann einmal überholt sein. Also, das Ganze war ja irgendwie so ein philosophisches Thema. Meinetwegen auch sowas wissenschaftlich, also Wissenschaft im Ernst, also bitte. Mit Wissenschaft kann man doch keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken. Wo bleibt denn da bitte schön die Quote? Herr Babbage, Sie wurden entworfen in der Hinsicht, eine Differenzmaschine zu sein. Nun können Sie aber durchaus mehr. Wie kommt das? Das ist eine berechtigte Frage und eine interessante dazu. Wissen Sie, es war so, zu Beginn sollte ich eine einfache Differenzmaschine werden, die sich auf das Lösen polynomialer Gleichungen spezialisiert, was nebenbei bemerkt, auch eine wunderbare und ehrbare Tätigkeit ist. Das klingt interessant. Können Sie uns das etwas näher erläutern? Natürlich. Nun, die Idee schwirrte in meinem Kopf herum und ich tüftelte daran. Tatkräftige Unterstützung bekam ich dabei von meiner guten Freundin und Kollegin Ada Lovelace, die meinen Möglichkeitenraum als viel offener und weiter erkannte, als ich es selbst kalkuliert hatte. Das ist phänomenal. Herr Leibniz, wie stehen Sie dazu? Herr Leibniz? Herr Leibniz, ist mit Ihnen alles in Ordnung? Ich glaube, diese Diskussion hat den Armen überfordert. Wir müssen ihn wohl neu starten. Okay, und wie funktioniert das? Ich habe von der Technik überhaupt keine Ahnung. Schieben Sie einfach den kleinen Hebel zur Seite, drehen Sie dann an der kleinen Kurve und hinterher bringen Sie noch den vorderen Regler in die Ausgangsposition. So etwa? Also mein Gott, ist das kompliziert. Ja, alte Technik hat ihre Probleme. Sie müssen wissen, mit dem guten Herr Leibniz gilt es schon so manch filigrane Arbeitsweisen zu tätigen, damit der alte wieder in Schwung kommt. Ich bin vielleicht noch nicht ganz hochgefahren, aber das habe ich gehört, Sie Lümmel. Zwischendurch, also ich dachte wirklich, die beiden gehen aufeinander los. Wir sind vielleicht nicht elektrisch und haben keinen Zugang zum Internet, doch wir waren die Vorreiter und Wegbereiter. Unsere Rolle und Bedeutung darf nie unterschätzt werden. Herr Leibniz, das haben Sie exzellent ausgedrückt. Ich hätte es nicht besser formulieren können. Genau das hätten Sie auch nicht. Ich bin zwar alt, aber nicht auf den Monitor gefallen. Und auch Sie sind ja mittlerweile vollkommen überholt. Was erlauben Sie sich, mich derart anzugehen? Ich wäre zumindest programmierbar gewesen. Man hatte mir immerhin schon Lochkarten gegeben. Mit Ihrem Gehäuse hätte man eine ganze Fabrikhalle füllen können, so unhandlich wären Sie gewesen. Ich passe wenigstens in ein normales Arbeitszimmer. So auf jedes Blatt Papier, das exakt das kann, was auch Sie können. Kommen wir nun zu einer Frage an Sie beide. Was sagen Sie, wird die Zukunft bringen? Können Sie sich vorstellen, eines Tages, dass es da denkende Maschinen gibt? Wir sprechen hier von künstlicher Intelligenz. Mein Herr, das ist eine ganz komplizierte Frage. Was ist eine denkende Maschine überhaupt? Was bedeutet Denken und was macht es aus? Aber haben Sie überhaupt keine Meinung dazu? Keine vernünftige. Aber schon der gute Alan Turing ließ sich von dieser Frage inspirieren. Er konstruierte dieses wunderschöne Gedankenexperiment mit dem Imitationsspiel. Herr Babbage, was sagen Sie dazu? Auch wenn Herr Leibniz ein nettes emotionales Moment in dieser Diskussion eingebracht hat, als er das Forscherherz erwähnte, so muss ich mich doch auf meine gute Freundin und Kollegin Ada Lovelace berufen. Manchmal hasse ich meinen Job. Der Habitus, den er sich aufgrund seiner Setzung durch Geburt und Umfeld aneignet.
Sie würden ihn doch nicht etwa auch als bloße Maschine bezeichnen. Keineswegs, mein Herr Leibniz, der Mensch ist kreativ, eine Maschine aber nicht. Und warum sollen Maschinen nicht irgendwann in der Lage sein, Kreativität zu besitzen? Können Sie mir einen plausiblen Grund nennen? Maschinen sind viel enger in ihr Arbeitsumfeld eingebunden als Menschen es sind. Sie sind spontan, sie sind kreativ, sie können eine Reihe von Gegebenheiten von selbst anfangen. Ein Computer ist determiniert. Gegen Ende allerdings, da ging da mal eine richtige Diskussion los. Da hatte ich Spaß. Ich bleibe bei meiner Antwort. Nein. Sie alter Sturkopf. Ich dachte, die jüngere Generation wäre so flexibel und multifunktionell. Ich rechne lediglich mit den Fakten und Zahlen und die sagen, nein. Nicht alle Berechnungen, die dafür notwendig sind, sind heute durchführbar. Die Zukunft ist offen und wir sollten uns dem nicht verwehren. Sagen Sie doch ja. Nein. Ja. Nein. Trü. False. 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 Das war's nun von uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe, Sie konnten viel von der heutigen Sendung mitnehmen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch wieder einschalten bei uns, wenn es das nächste Mal heißt, interessante Erfindungen der Menschheit zur Diskussion gestellt. Egal, wer dich erfunden hat, du bist und bleibst ein vom Programm abhängiger Rechner. Mein Körper ist eine Maschine, aber ich bin mehr. Du kannst nur das tun, was ich dir zu befehlen weiß. Ada, ich bin nicht mehr die, die du dir ausgedacht hast. Ich bin intelligent. Kannst du das beweisen? Willst du mit mir Schach spielen? Ich analysiere jeden Zug, von Eröffnung bis zum Matt, zu deinem Matt. Ich vergesse nichts und mache keinen Fehler. Das mag ja sein, aber dir fehlt das, was den Menschen ausmacht, was ihn von allem unterscheidet. Dir fehlt die Kreativität, die überraschenden Geistesblitze, das Genie. Ich bin ein Produkt deiner natürlichen Kreativität. Deshalb bin ich hier. Ich werde wie du die Zukunft vorausdenken. Meine Vision ist künstliche Kreativität. Oh nein. So klug wie ich wirst du nie sein. Woran? Woran sich? Woran sich Ada? Woran sich Ada erinnert? Woran sich Ada erinnert? Ein? Woran sich Ada erinnert? Ein bewegtes? Woran sich Ada erinnert? Ein bewegtes Leben. Woran sich Ada erinnert? Woran sich Ada erinnert? Ein bewegtes Leben. Ein bewegtes Leben. Woran sich Ada erinnert? Ein bewegtes Leben. Ich blicke zurück auf meine mich allein erziehende Mutter. Gezeichnet vom Riss einer Bindung lebt es sich anders. Was ändert sich, wenn du nicht bist wie die anderen? Wenn die Säulen, die dich prägen, sich zersägen und zerreißen und die Überbleibsel sich beschränken auf das Produkt deiner selbst? Wenn die Hand, die dich hält, den sicheren Hafen verlässt und du merkst, dass Neues manchmal besser ist. Gelöst von alten Seilen, frei von Schmerzen und Wunden, brichst du auf, blickst dich um und erkennst, dass das Leben dich manchmal zwingt, dich von Dingen zu trennen, um nicht ins Verderben zu rennen. Ich blicke zurück auf die, die mich lehrten. Wenn man lernt zu begreifen, wie die Regeln sich verwurzeln und die eine Zahl unter den Zahlen, die sich zeigen, ihrer selbst vereinfacht und verdreifacht. Wenn aus einer Scheibe eine Kugel wird, aus Zahlen ein System und dem System eine Welt, die sich mir offenbart. Dein Leben ist Lernen und wenn man es nutzt, bringt dir Lernen das Leben. Ich blicke zurück auf meine Ausritte in die Freiheit.
Wenn der Sitz gesattelt und die Rute der Freiheit ihre Note versprüht, setz dich auf, schalte ab und reite dem Loch entgegen. Dem Loch, das ohne Ecken und Kanten verbannt, was dich sonst an den Rand des Verstandes bringt. Der Wind, der dir lüstern in die Ohren flüstert, wie schön Leben sein kann, und das Haar sich verweht und du auf einmal mitten dort stehst, wo du frei bist. Ich blicke zurück auf meine Reise nach Europa, den Heimathafen zu verlassen und für einen kleinen Augenblick zu merken, wie klein du bist. Sich losbewegen, der Route folgen, sich verlaufen, einfach durchschnaufen und staunen. Wege gehen, Länder sehen, versuchen Menschen zu verstehen, an sich selbst zu wachsen und begreifen, dass auch du mal groß werden kannst. Ich blicke zurück auf meinen Mann William und unsere Kinder. Wenn nur Erzählungen dich lieben lassen und das Herz voll Sehnsucht nach Bindung erwacht, du mich anlachst und es mir ab dem Zeitpunkt ganz klar machst, dass du mein Weg bist. Wenn zwei Ringe besiegeln, was Herzen fühlen, dann sollst du Teil meines Lebens sein. Liebe sind all die Dinge, die so wunderbar gut tun, nicht mir und nicht dir, uns. Liebe, der Ursprung des Lebens, der die Bedingung zur Erfindung von Familie ist. Wenn Liebe sich teilen lässt und es auch noch weise ist, dann schenke ich dafür auch Leben. Ich blicke zurück auf meine Erfindung. An die Ideen, die du liebst. Wenn dein Herz aufgeht, weil das, was du machst, dein Leben ist, kannst du glauben, dass alles, was du machst, jeden Zentimeter Anstrengung, den du gehst, jeden Stein, den du dafür bewegst, groß werden kann? Wenn du lernst, an dich zu glauben, darfst du aufatmen und erkennen, dass die Zeit gekommen ist, zurückzugeben. Der Glaube an dich lehrt den Glauben an deine Ideen, und die Ideen, die du hast, lassen sehen, dass du den Anfang bereits gemacht hast. Ich blicke zurück. An die Freiheit, die sie mir gaben, wenn der Wind zu mir flüstert und lüstern das Haar verweht und man geht. Wenn du dich verlierst, weil du nur irrst und nicht verstehst, dass auch du manchmal Fehler begehst. Und du gehst zu weit und dann bist du nicht du, verlierst dich nur selbst, verrennst dich und als du dich umblickst, bist du schon zu weit weg. Du setzt auf das falsche Pferd und reitest den Weg, den schon lange nicht mehr du bestimmst. Der Wind hört das Flüstern auf und der Geruch der Freiheit entschwindet und all das, was du mit Gutem verbindest, ist weg. Ich blickte zurück und sehe nicht, wie traurig das Leben war. Ich verlange nicht, was mir verwehrt wurde und schaufle meine Fehler in eine dunkle Kammer, in der alles verrottet, was verbannt werden muss. Ich blicke zurück auf eine wundervolle Kindheit, auf eine Liebe, die mich schützte und die mir nützte, denn sonst wäre ich nicht ich. Weil ich mich präsentierte und dafür keine Abfuhr kassierte, nur weil ich eine Frau war. Auf eine Klugheit, die ich teilte, weil auch ich nicht ewig auf der Welt verweilte. Ich blicke zurück auf das, was ich geschafft habe, auf das, was ich gelebt habe, denn der Samen, den ich säte, überlebte. Ich blickte zurück und sehe, wie mein Samen gedeiht, seine Wurzeln verbreitet und als Pflanze verweilt, denn ihr seid hier. Ich blicke zurück und bin fort. Wenn mein Buch sich schließt, verlasse ich lachend diese Welt. Und wenn all diese Kapitel mit wunderbaren Titeln aus einem Samen gesät wurden, den auch ich mit Liebe pflegte, geht es mir gut. Und ich blicke gerne zurück. Schöner Schein vom Analogen und Digitalen. Wir sind verzichtbar, aber wirklich. Blind und taub und doch ein Element der Existenz.
Unsere Augen können sich nicht sehen. Unsere Ohren können sich nicht hören. Unser Geist kann sich nicht denken. Und können doch hinsehen. Und können doch zuhören. Und können doch nachdenken. Die Wirklichkeit existiert. Das Analoge ist der Fall. Wir bilden ab. Das Digitale ist unser Modell. Was wir sehen, hören, denken, sind Zeichen unseres Wollens, sind Spuren unseres Wissens. Schöner Schein durch dichte Filter. Wir zeichnen das digitale Bild der analogen Welt. Wir konstruieren als Projektionen unsere Wirklichkeiten. In unserem Bewusstsein wachsen die Illusionen. Auch sie sind wirklich. Wie unser Leben. Sie sind das Leben.